Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Heute geht es um den Großtraktor Krupp 1 Tier 3 Premium-Medium-Fahrzeug der Deutschen, der zugegebenermaßen wirklich relativ selten im Spiel ist, obwohl es ihn immer mal wieder gab und aktuell gibt es ihn auch mal wieder. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit, euch dieses Fahrzeug mal wieder zu zeigen und auch etwas detaillierter vorzustellen. Ihr seht schon, für den Medium-Panzer ist das Ding riesig groß. Eigentlich müsste man das als Heavy-Panzer deklarieren. Aber ich bin noch nicht mal sicher, ob es auf Tier 3 schon Heavys gibt. Deswegen hat Wargaming das, glaube ich, in den Medium-Panzer gemacht. Den gibt es auf jeden Fall aktuell zu kaufen in einem Angebot, worüber man durchaus nachdenken kann, wenn man die Sachen braucht. Denn das Paket kostet 9,95 €. Und enthalten sind 30 Tage Premium-Spielzeit und dieser Panzer. Genau genommen also bekommt ihr diesen Panzer in diesem Paket kostenlos dazu. Denn wenn man sich regulär 30 Tage Premium-Spielzeit kauft, kosten die ja auch 10 Euro. Also wenn ihr gerade Premium-Spielzeit braucht, kauft euch das Paket, wenn ihr einen Monat kaufen wollt. Da bekommt ihr auf jeden Fall einen Premium-Panzer mit dazu. Und der ist gar nicht so unlustig. Wir sind hier auf Mannerheim Line in einem Tier 4 Gefecht. Das ist nicht unbedingt das beste Setup für ihn. Und der ist auch sehr RNG abhängig, aber, und vor allem die Karte hier ist auch nicht so gut, weil er hat eine HE Kanone und die mag eher kurze Distanzen. Trotzdem ist die Runde in der Summe gesehen gar nicht so schlecht. Aber ich, ja, wir werden sehen und ich möchte euch einfach noch ein paar Sachen zu dem Panzer erzählen. Das Angebot ist gültig, wenn ich mich nicht verzählt habe, bis zum 15.09. Kann auch sein, dass es bis zum 14. ist. Es stand heute, stand 17.08. 28 Tage. Ich habe es im Kalender abgezählt. Es müsste der 15.09. früh sein. Also ihr müsst euch wieder bis zum 14. entschieden haben. Den Link zum Premium-Shop habe ich euch mit in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr auch nochmal selber gucken. Wie gesagt, Medium-Panzer mit einer 7,5 cm Kanone. Er hat auf der AP 43 mm Pen. Das ist nicht wirklich allzu doll. Auf der Premium, die ist Heat, hat er 87. Und ja, hier sehen wir die HE-Munition. Die hat 38 Pen und dieser T29 da vorne hat schon mal direkt einen Durchschlag bekommen. Trotzdem muss man sagen, die Schüsse auf diese Distanz, die würde ich mir nicht unbedingt immer zutrauen, beziehungsweise die treffen halt auch gerne mal nicht. Die Granaten fliegen auch sehr langsam, das heißt, Voraimen ist bei sich bewegenden Fahrzeugen sehr wichtig. 110 der Alpha auf der AP und auf der Heat. Der Alpha bei der HE, wenn sie durchschlägt, 175. Genauigkeit der Kanone 0,55, entsprechend Trollgun-mäßig. 2,2 Sekunden die Einzielzeit und jetzt kommt der wichtige Part an der Kanone, 12 Grad Gun Depression. Das heißt, das Fahrzeug ist groß, ja, aber man kann Hull Down auf jeden Fall halbwegs gut kämpfen. Halbwegs. Wie gesagt, großes Ziel. Mobilität 44 km/h Top Speed, 15,2 PS pro Tonne das Leistungsgewicht ungefähr. Oh, das ist ganz okay. Das ist nicht mega schnell, aber das ist auf jeden Fall okay. Und er kommt auch mit dem Leistungsgewicht entsprechend schnell aus dem Knick. Jetzt kommen wir aber zur Krux des Panzers. Abgesehen davon, dass er groß ist und eine Kanone hat, die auf große Distanzen massive Probleme bekommt. Er hat selber extrem wenig Panzerung. Also 14 mm an manchen Stellen, manchen sind sogar noch weniger. Und dementsprechend ist er also genauso anfällig wie HE-Munition, wie er selber auch austeilt. Und das sollte man auf jeden Fall beachten. Wenn also zum Beispiel dieser T29 gerade am Anfang, der ja auch mit AP schießt, glaube ich, oder auch mit HE, mit einer fiesen Alpha, der kann wehtun. Oder so ein M2 Medium mit der Trollgun tut weh. Also alles, was selber mit HE schießt, kommt auf jeden Fall wahrscheinlich durch und macht euch richtig viel Schaden. Eine Arti kann natürlich auch wehtun. Und alle anderen Fahrzeuge, ja, haben auch nicht große Probleme, euch zu durchschlagen. Das sollte man bedenken. Wenn man das aber weiß und sich auf den Endkarten entsprechend hinstellt, dann kann man mit dem Fahrzeug durchaus Spaß haben. Und gerade auf Karten wie Himmelsdorf oder Minen, die halt ein bisschen kleiner sind, ist das auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Der Panzer 1C hat, glaube ich, auch nicht so richtig damit gerechnet, was jetzt hier passiert. Und ja, ich werde jetzt von der Arti erstmal eine abkriegen und der Panzer 38T von rechts schießt das APCR, was ziemlich unnötig ist, aber der nagelt mich auf jeden Fall ziemlich fest und
Ja, der traut sich den letzten Killshot nicht zu machen und deswegen überlebe ich die ganze Geschichte hier. Und jetzt denkt der Stuart, naja, dann nehme ich ihn halt raus. Aber Edge Badge, da hat er sich ein bisschen zu früh gefreut. 490 Damage haben wir gemacht, das ist für einen Tier 3er, glaube ich, ganz in Ordnung. 4 Kills, es steht 12 zu 8. Unser Team ist ziemlich camperisch unterwegs. Der eigene Valentine steht im Cap und capped jetzt und vermutlich sieht das so aus, ob keiner der Gegner auch hier noch Anstalten macht, zurückzufahren. Aber aus unserer Basis macht auch keiner Anstalten, mal irgendwie einen Push zu versuchen. Natürlich über die freie Fläche durchaus schwierig, aber naja. Am Ende werden wir jetzt hier gleich die Runde gewinnen. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich hier noch auf irgendwas was abbekomme. Ich glaube nicht. Entschuldigung, ich warte jetzt hier, dass der Panzer 38T nochmal hochkommt. In der Hoffnung, also in seiner Hoffnung, mich rausnehmen zu können. Mache ich auch nochmal Blindschuss, aber da ist er nicht. Und jetzt ist die ganze Sache hier auch durchgekappt und wir gewinnen diese Runde. Hier sehen wir ganz schnell die Auswertung. Das Ganze war eine zweite Klasse. Wir bekommen den Kämpfer und das Wirkungsfeuer. Wir machen insgesamt 551 Schadenspunkte. War da die Anzeige in-game falsch oder habe ich einfach irgendwas übersehen? Vielleicht haben wir noch was blind getroffen. Wir gucken mal kurz hier rein. FCM, Panzer 1C, T9. Boah. Und hier der Valentine nochmal. Wer weiß. Ist auch am Ende egal. 551 Schaden für einen Tier 3 Panzer auf jeden Fall ganz sehenswert. 4 Kills. Basiserfahrungspunkte 502. Damit sind wir beim Schaden und bei den XP auf dem zweiten Platz. Und wir sehen hier dadurch, dass wir HE schießen, ist das Fahrzeug extrem günstig zu fahren. Mit Premium Account 14.600 Credits rausbekommen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist halt nur ein Tier 3 Fahrzeug. Und mit Tagessieg und Bonus für die Premium-Fahrzeugstufe sind das hier knapp 2000 Erfahrungspunkte. Natürlich ist der Bonus bei den kleineren Premium-Fahrzeugen prozentual höher, aber XP-technisch gibt es dann halt auch leider nicht immer ganz so viel. Das gleicht sich ein bisschen aus. So, hier sehen wir uns den Großtraktor Grupp nochmal in der Garage an. Gucken uns mal die Mannschaft an und wir sehen, da sitzt eine Person mehr drinne. Ihr braucht für das Teil zwei Ladeschützen. Ja, die Kache ist halt groß für den Dreier. Das heißt aber auch, wenn ihr nicht zufälligerweise zwei Medium-Clues der Deutschen habt, wo ihr quasi jeweils einen Ladeschützen rausziehen könnt, habt ihr am Anfang mit dem Teil so ein bisschen das Problem, dass halt ein Ladeschütze hinten dran hängt. Ihr seht ja schon, der eine Ladeschütze, den ich habe, der ist vom Leopard 1 und der andere ist vom Panzer 4H. Das ist einerseits zum Crew-Level natürlich praktisch, weil ihr zumindest die Ladeschützen parallel leveln könnt. Wenn ihr aber, wie gesagt, nur eine deutsche Medium-Crew habt, was ja durchaus sein kann, dann habt ihr natürlich Probleme, dass ein Platz unbesetzt ist und dass ihr fahrt im schlimmsten Fall halt schon mit Waffenbrüder auf allen anderen rum und der zweite Ladeschütze dümpelt halt gerade mal im ersten Skill. Das ist problematisch, kann aber auch ein Vorteil sein, je nachdem, wie ihr bei den Deutschen schon unterwegs seid. Zu den Modulen habe ich jetzt in das Teil hier eine Lüftung und einen Richtantrieb eingebaut, denn wie ihr seht, hat das Teil keinen Ansetzer. Ihr könnt ja keinen Ansetzer einbauen, das heißt aber auch, alles andere ist so ein bisschen, was nehme ich denn dann mit? Ich habe jetzt hier ein Scherenfernrohr dabei, dafür, dass es ein Tier 3er ist, habe ich halt keine Lust, die entspiegelten Optiken für 500.000 Credits in die Kiste einzubauen. Wäre natürlich eine Variante. Andere Variante wäre natürlich, eine Werkzeugkiste einzubauen, die einfach die Reparaturgeschwindigkeit ein bisschen beschleunigt. Das müsst am Ende so ein bisschen ihr entscheiden. Wenn ihr einen Splitterschutz übrig habt, geht natürlich auch. Aber der hat das Problem, dass er auch wieder für Gold erst ausgebaut werden muss. Von daher habe ich mich bei dem so ein bisschen zu dem Kompromiss entschieden, einfach ein Scherenfernrohr mitzunehmen. Der Tarnwert ist nicht überschwänglich hoch. Von daher lieber ein bisschen mehr sehen aus einer statischen Position heraus, die ihr eh habt, wenn ihr schießen müsst, aufgrund der Kanone. Denn aus der Fahrt schießen mit dieser ungenauen Kanone bringt euch auf jeden Fall relativ wenig. Ihr seht auch, der hat viel Munition dabei. Also ich habe das jetzt immer noch relativ gleich verteilt oder ich habe überall ein bisschen was dabei, weil am Ende habe ich ja 52 HE. Die schieße ich eh nie raus, denn ich glaube, die Nachladezeit habe ich sogar vorhin vergessen. Er kommt auf eine Nachladezeit von Stock, 5,5 Sekunden. Ich habe jetzt hier mit der Mannschaft, mit der Lüftung und den Waffenbrüder komme ich auf 5,04.
Wir schauen nochmal eine zweite Runde. Mal gucken, ob es ein bisschen lustig mit der HE wird. Mit dem Großtraktor-Grupp. So, zweite Runde. Wir sind in einer Tier 3-Only-Runde und wir sind auf Himmelsdorf. Die Karte, die ich mit dem Panzer eigentlich am liebsten mag, weil man auf der Heavy Lane doch ganz witzigen Spaß haben kann. Ach, jetzt kämme ich ja gleich zwei. Ja, die Leute wundern sich, warum ich im Load hier unterwegs bin. Gut, wir wollen gerade ein Video drehen. Ich hoffe, ihr, wenn das rauskommt, ihr könnt es sehen. Ist jetzt auf Twitch ge- Ach, wer ist das denn? Make free to play, was? Great again. Okay, da muss ich gleich mal gucken, wenn derjenige hier auf Twitch streamt. Da kommt schon der erste Kollege. Und warum ich jetzt hier so lange einaime, liegt einfach daran, man muss der Kanone wirklich Zeit geben und bewegende Ziele sind schwierig. Oh, wir kriegen den frontal nicht in Stuart. Was haben wir denn da? Oh, ein Medium. Ja, der ist gefährlich für uns. Das ist genau das Thema, was ich angesprochen habe. Lol, vielen Dank. Wer auch immer das gerade war. M2 Medium, von wo denn? So, aber jetzt pushe ich hier mal weiter vor. Um den da vorne rauszukriegen. Lol. Ja, gut, okay. Man kann den natürlich auch mit der AP spielen, aber die hat halt nur deutlich, also nicht deutlich mehr Pen. Deswegen halt die HE. Und das ist halt einfach mit diesem Panzer zu lustig. Oder halt, wenn es mal was Dickeres ist, die Heat. So, hallo Marder. Das ist auf jeden Fall ein One-Shot. Dann dort den nächsten Experten. Schade. Ja, die Granaten fliegen halt wirklich langsam. Der geht... Nein, der ist noch nicht raus. Ja, so ein Panzer S35 ist eklig. Kommt der nochmal? Jawoll! Der beglückt uns aber leider nicht mit einem Durchschlag. Aber jetzt. Sehr schön, er geht raus. So, und jetzt gegen den S35 dort. Müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Der Stuart, der ist hier ganz ordentlich. Aua. Ja. Komm, Stuart, mach es. Dankeschön. Ich repariere den Funker. Oh, fuck. Der Berg da oben gefällt mir nicht. Wir müssen mal hier... Wenn der von da oben runterschießt, kriegen wir ein Problem. Ja. Gucken wir mal von hier aus. Ja, von hier aus sollten wir kämpfen können. So. Hallo, mein Freund. Ja, der nächste Durchschlag. Das Die Sache ist einfach, viele kennen das Fahrzeug nicht, weil er wirklich selten ist. What? Ich wurde gerade von dem T9 und der Panzer. Unser Eigner hat uns rausgenommen. Ja, super. Das ist natürlich ein Problem, was man auch gerne auf Low-Tier-Gefechten sieht. Also irgendeiner, der da jetzt dachte, warum auch immer, ich muss denjenigen jetzt hier rausnehmen. Leider sehen wir jetzt nicht, welcher Panzer 1C das war. Das muss der da gewesen sein, der Yara, weil der andere ist da drüben. Gut, ich reporte den jetzt einfach, ist mir eigentlich egal. Wir haben trotzdem hier 777 Damage gemacht. Ich glaube, wir haben gesehen, was das Fahrzeug kann. Der T29 nimmt uns dann mit der AP-Munition raus. Ja, ist halt so. Wie gesagt, das ist halt ein Fahrzeug, was uns sehr gefährlich werden kann. Wir gewinnen hier die Runde am Ende 15:8. Free-to-play ist und make free-to-play great again. Okay, dann müssen wir dann, gucke ich jetzt gleich mal auf Twitch, wer das denn gewesen sein könnte. Und wir machen hier wieder eine zweite Klasse, ein Wirkungsfeuer und ein Schläger. Wir machen den meisten Damage mit 777, 2 Kills, 636. Auch wenn der Panzer 1C jetzt nicht auf uns geschossen hätte, der hätte eventuell der T29 uns dann rausgenommen. Aber wir haben gesehen, die HE kann lustig sein.
Himmelsdorf ist wirklich die Karte, die ihm am meisten entgegenkommt. Minen geht auch noch. Was man wirklich vermeiden sollte, ist, auf sich bewegende Ziele zu schießen oder halt Ziele, die weit weg sind oder halt irgendwie querfahren. Das ist wirklich eine Herausforderung, weil die Granaten einfach sehr langsam unterwegs sind und halt das Einzielen und deswegen und auch die Flugbahn der Granate sehr schwer einzuschätzen ist. Wenn man das ein bisschen raus hat, dann ist das Fahrzeug wirklich, wirklich lustig. Kann man also dann auch ein bisschen als Crewtrainer und so minimal als Credits Maker benutzen, weil Tier 3, also klar, er schießt mit HE, das ist günstig, es ist ein Premium-Fahrzeug, trotzdem verdient man auf Tier 3 jetzt nicht die Unmengen an Credits. Von daher ist es eher ein Spaßgefährt und in dem Angebot, was gerade so im Premium-Shop ist, halt einfach eine Überlegung wert. Wenn man sich eh einen Monat Premium kaufen will, dann kann man auf jeden Fall auch dieses Angebot nehmen und bekommt halt dieses Gefährt mit dazu. Er ist nicht OP, er hat auch durchaus seine Frustmomente, aber er kann auch einfach ziemlich lustig sein. Und deswegen ist das Paket auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir gucken mal noch rein. Wir machen insgesamt 17.400 Credits mit Tagessieg 2.480 XP. Und 777 Schaden ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zu dem Angebot im Premium Shop, was wie gesagt bis zum 15.09. früh gültig sein dürfte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Schaut lieber selber nochmal nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.